Ist auch nicht sicher, wonach ich ganz genau suche. An 20 Uhr, also mehr Nacht wird es ja nicht. Also vielleicht ist ab Mitternacht wieder was der Geister. Ah. Jetzt beginne ich wirklich schon Geister zu sehen. Ja, Mitternacht ist dann doch.
So, gleich ist es Mitternacht. Also ich sehe hier momentan nichts. Nix, nix, nix. Oder bin ich blind wieder mal? Ich bin blind, so wie es aussieht. Ja, okay, hier finde ich nichts. Dann hier hin. Weil Nacht ist es, ich meine, mehr Nacht kann es nicht werden. Mitternacht vorbei, also jetzt sehe ich was. Ist aber schwierig zu erkennen.
Das ist schwierig zu erkennen. Nochmals zurück. Gehe ich zurück, ich gehe zurück. Ist da was? Das vorhin war ja eindeutig, also. Wenn ich absteige, dann erst wenn ich absteige. Okay. Den hatten wir. Hier ist wohl der nächste. Nee, Blödsinn. Hier. War ja klar, war ja klar. War ja klar, war ja klar, war ja klar. M.
MMI. We expect the unexpected. I'll look into it. War ja klar, war ja klar. Jetzt wird es bereits wieder Tag. Es wird bereits wieder Tag. Ist Tag. Es gibt keine Geister mehr zu sehen.
Ja, sehr gut. Warten wir so lange. Einundvierzigtausend, wow. Ah, 20.000 pro Ghost, ja, war das. So, immer Blick auf die Ingame-Uhr.
Das ist ja enttäuschend hier. Ich dachte, ich hätte noch mehr Vorräte. Hat sie mir da die Vorräte geklaut? Ich hatte doch Vorräte übrig. Egal, waren eh geschenkte Vorräte. Also Vorräte kaufen für morgen. Dann kann ich den Bunker ruhen lassen. Ich stehle mal wieder Vorräte, komm. In the intelligence community, sometimes it's about letting good things come to you. Like smuggled arms. If you happen to know exactly when and where a consignment is due to enter Los Santos, and if you happen to know they use a cargo plane to perform low-level drops just off the coast, and if you happen to know exactly where they keep the boat they use to pick up the goods, like I say, sometimes you just need to be in the right place at the right time. Toledo Forest, nutze ich die Zeit da? Ja, 40 Minuten Zeit und ja. So, jetzt muss ich wahrscheinlich wieder wissen, darf ich es abschießen oder nicht. Und da ich das sonst nie spiele, weiß ich das nicht. Stehle die Longfin. You get the boat? Sending you the drop zone coordinates now. Now, just take it easy, pick up the crates, don't act suspicious, or no more suspicious than the actual smugglers would. Once you've got them ashore, I've arranged a truck for you to take them back to the bunker. Viel zu weit gefahren bereits.
Ja, wo ist das Frachtflugzeug? Da kommt es. Eine Titan, so wie sie aussieht. Muss aus der Lungenfin raus. Okay. Kompliziert. Jetzt kann ich wohl mehrere Dinge aufs Mal einsammeln oder nicht? Ja, so eine schöne Mission eigentlich, also. Wunderbar. Jetzt muss ich zum Bunker, okay. Success. Just get them back in one piece and we're done here. Ja, ist etwas umständlich hier zu fahren, aber ist egal. Luftlinie bin ich ja ganz nahe.
Gut, ich habe genügend Zeit. Der Nervenkitzel immer am Schluss nochmals erhöht. So, bald ist es wieder Abend. Ich gehe wieder auf Geisterjagd. Ja, ich habe ihn ganz zerstört wiederum. So wie es aussieht, habe ich es wieder geschafft, ihn ganz zu zerstören. Also Geisterjagd. In Harmonie waren wir das letzte Mal. Und da fliege ich jetzt auch wieder hin.
So, Geisterjagd. Es wird wieder Abend. Gespannt, um welche Zeit das da losgeht eigentlich. In der Nacht, das könnte sein ab Mitternacht. War jetzt vorher nicht ganz klar. Dem Handy offen kann ich gar nicht klettern. Hoffe, das funktioniert, wenn ich da so in der Nähe bin. Nicht, dass ich da weit weg muss, bin, dass es überhaupt spawnt. Vorher hatte ich ja den Eindruck, ich muss in die Nähe, damit ich sehe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt beginne ich schon wieder Geister zu sehen, da alle möglichen.
Schatten. Ist hier in den Nachbarshäusern. Hey, doch erst um Mitternacht. Schwierig, schwierig. Diese Geräusche halt. Hier ist Mitternacht.
Ach, das ist vielleicht nur auf Kamera sichtbar oder so. Da oben, jetzt sehe ich es. Einsteigen, aussteigen, das ist es. Oh, da kommt irgendwas auf mich zu. Nicht selbst. Das war ich selbst. Das war ich selbst. Das ist ja gruselig. Los zum nächsten. Der nächste ist hier. Aber mich selbst getötet dort, das ist gruselig, ich sag's ja, so gruselig. Mal schauen, bin ich am richtigen Ort? Ja, bin ich. Nun, ich stehe auf dem Schlauch.
Das ist kein Geist. Zeitfenster schon wieder vorbei, kann ja nicht sein. Ja, es wird morgen. Ja, es wird wieder morgen, es ist zum Verrücktwerden. Ah, 21 bis 22 Uhr sehe ich da jetzt gerade. Okay. Kann ich natürlich lange warten. So, 21 Uhr muss ich hier wieder sein. Machen wir Raubüberfälle dazwischen.
Ja, wenn ich da jeden einzeln durchspielen muss, 10 Nächte, also 10 mal 48 Minuten, boah, so keine Lust, also.
Ja, immer die Lustigen, die die Autos sprengen. Deshalb habe ich meines eingeparkt. Oh, wir spielen auf leicht. Oh. Wo bin ich denn hier gelandet? Ja, kann der mit dem Boot noch langsamer fahren da? Neue Sitzung.
So, wenn meine Information stimmt, dann muss ich hier anfangen. Von 20 bis 21 Uhr und dann zum anderen Punkt, wo wir vorher schon waren. Dann schaffe ich vielleicht pro Nacht da mehrere Punkte. Sehe ich mehrere Geister. Weil der hier kommt zwischen 21 und 22 Uhr. Und der hier drüben kommt zwischen 20 und 21. Zwanzig bis 21 Uhr, genau. Zwölf Minuten geht das noch. Und dann kann ich ja bereits Gaia Perico wieder spielen.
Und hier ist dann auch einer. Hier an diesem Punkt. Ist wohl hier, wenn ich das richtig sehe. Zwischen 22 und 23 Uhr. Ja, genau. Wenn die Information stimmt. So, noch 6 Minuten.
Noch 4 Minuten oder 3 Minuten, noch 3 Minuten. Ja, zusammenfassend kann ich jetzt schon sagen, 10 Items sammeln, viel zu viele. Warum nicht 3? 3 Ghosts, 4, 5, aber nicht 10. Vor allem dann nur in der Nacht und dann nur in der Nacht zu gewissen Zeiten. Also, hallo? Und es ist kein Rätsel dabei im Sinn von, ja, rausfinden, wo das ist. Das ist einfach reiner Zufall. Oder man glitscht da sich irgendwie durch, damit man weiß, wo das ist. Also, ja. Wie die anderen da Sammeldinger, zum Teil Actionfiguren, wie viel waren es? Oder sind es 100 Stück? Ja, aber im Ernst jetzt, ja. Die Actionfiguren sind wenigstens immer da. Kann man zufälligerweise immer wieder drüber stolpern. Aber das ist ein Event, zeitlich begrenzt jetzt um Halloween rum und dann erst noch begrenzt auf gewisse Stunden in der Nacht pro Sammelpunkt. Da hört auf, das ist doch. Wollt ihr wirklich den Spielern den Spaß verderben? Ist es das, was ihr wollt? Also wegen dieser Punkte sammeln, da gehe ich jedenfalls nicht online. Also das lockt mich da überhaupt nicht aus dem Bett raus. Sechs, vier. So, jetzt könnte es sein. Ja, da sieht man was tatsächlich. Ganz schwach, weil es noch so hell ist. So, jetzt schnell zurück zum anderen Punkt, weil um 21 Uhr taucht dort der Geist auf. Alles in alten, abgeranzten Häusern oder Wohnwagen. Sind wir noch zu früh?
Und anschließend müssen wir hier hin. Jetzt sehe ich was. Im Wohnwagen drin. Und so ein Geräusch macht es auch. So die Hälfte dieser verfluchten Geister habe ich jetzt. Kann ich Geierbrico neu starten? Der Laden, na hier. So, 22 Uhr, hab mich aufhalten lassen. Den Punkt da hinten noch erledigen. Und anschließend Gallo Perico. So, wie viel Uhr haben wir? 23 Uhr müsste ich da das nächste. Null drei bis 04. Den habe ich schon. Also 03 bis 04. Das ist in Grapeseed oben. Habe jetzt vorher keinen anderen gefunden. Noch genau schauen, wo es ist.
Hier vermutlich bei diesem Haus. Aber ich schaue noch mal. Ja, genau. Bei diesem Haus. Von 3 bis 4. Und dann gibt es noch einen da im Tunnel drin. Von 5 bis 6. Markiere ich mir schon mal. Hier, oder? Ein weiter drin. Hier. Genau. Geld einzahlen. Und bis 3 Uhr früh warten, geht noch 6 Minuten. Und anschließend. An 23 bis 0 Uhr, den habe ich verpasst, oder? Ja, das ist vorbei. Beim Leuchtturm ist bei der Insel dort vor dem Leuchtturm, also hinter dem Leuchtturm, den habe ich verpasst. Oh, es gibt wieder U-Boote. Es gibt wieder UFOs, meine ich. Sie sind wieder da.
So, noch 2 Minuten. Die UFOs sind wieder da. Lustig. So, die 2 Punkte noch und dann das andere muss ich ein anderes Mal machen. Doch, ich gehe ja Berico. Zumindest mal auslösen. Ah, da oben. So, jetzt zum Punkt. Von 4 bis 5. Vier bis fünf in Game Zeit. Also ich nehme mal an, das ist im Tunnel und nicht hier oben. Wenn ich den habe, dann habe ich, glaube ich, alle bis auf den letzten. Und der ist zwischen 0 und 1 Uhr. Nein, da muss ich noch hier die noch 2, 23 und 0 und 0 bis 1 Uhr. Aber die muss ich ein anderes Mal machen. Genau. Ich sehe nichts. 5 bis 6 ist das, nicht 4 bis 5, sondern 5 bis 6, okay. Noch eine Minute. Kann ich nutzen hier fürs Einzahlen? Oh Scheiße. Okay. Schade.
Und ich kann nicht da hochklettern. Fünf bis sechs. Hier sehe ich nichts. Ach Scheiße. Ja, das ist eh vorbei. Von der Zeit her. Jetzt gehe ich zur Kosatka. Und bereite Gaia Brico vor. Den lasse ich jetzt auch aus. Ich möchte jetzt Gaio Perico machen. Zum Teil völlige Überforderung da im GTA Online, die vielen Dinge, die man gleichzeitig machen kann. Aber ja, und schon wieder Kosatka für 10.000 versenkt. Das nervt doch einfach. Mutual insurance, how can we help you? I think we can handle that. Auf schwer ist er noch, okay. Informationen sammeln. Safest approach to
So, ist eleganter, wenn man die vorher killen kann, aber so geht es natürlich auch. Ja, mal wieder was machen, wo ich ganz genau weiß, was ich machen muss. Aber dafür schöne, schöne, schöne Flugaufnahmen. So, wir werden wieder nur Simsinito Whisky haben, weil er dann eine 3-Tages-Sperre drauf ist. Also nachdem man mal höherwertiges Loot hatte, bleibt das relativ lange. Eben 3 Tage 72 Stunden, Realtime 72 Stunden. Dass man da immer diese minderwertigen Simsinito und so weiter bekommt. Also. Baring, it's been a while. Why can't you assholes be on time for once, eh? Arms out, let's go. Ich sehe schon mal Kokain. Das ist gut. Also hier haben wir zumindest mal Loot zusammen, dass wir da eine Tasche sicher gefüllt bekommen. Ziel ist natürlich immer, zweimal Kokain zu haben, möglichst. Ja, geht ja online heute ein. Oh, zweimal Kokain und damit ist es gelaufen, damit ist es gut. Jetzt noch Hauptblut. Ein anstrengender Tag da mit diesem Ghost Hunt hatte ich mir ehrlich gesagt was Spannenderes vorgestellt. Etwas Lustigeres.
als das, was es ist. Und ja. Bunkerverkauf war noch anstrengend, weil der war so voll. Aber habe ich auch hinbekommen. Einfach anstrengend heute. Da sind wir schon. So, jetzt Hauptloot. Ich vermute Selsinito, aber... Wir werden es sehen. Nein, Barrow Bonds, Inhaberpapiere. Sehr gut. So, mehr interessiert mich nicht. Extra Geld nehmen. Und einzahlen. So, jetzt lasse ich mich erwischen. Zurückgeben. Ich zweimal Kokain, beides am Hangar oben, ist optimal. Und Inhaberwertpapiere ist auch gutes Loot. Kann ich also zufrieden sein. Sehr zufrieden sogar. Und zurück. Jetzt mache ich gleich noch Besorgungsmission, Longfin und so weiter. Außer es ist Nacht.
Nein. Vielleicht kann ich ja da lieber mit dem Sparrow rüber. Habe ich unendlich Munition? Ist ein Nachteil, wenn man da als MC-Präsident spielt. Dann passiert eben genau diese Scheiße. Scheiße. Wo fahren die hin? Fuck!
Ich hasse das, wenn man da Fahrzeuge so wieder entführen muss und so. Also zurück zu Kosatka. Und Beschaffungsmission machen. Longfin. Wenn ich jetzt eh da Snoop Bike hier habe, benutze ich Snoop Bike. Vespucci. Auf der Oppressor da die Map so absolut unbrauchbar ist. Ist mir noch nie aufgefallen. Phantom Wedge, eine neue Errungenschaft.
Was mache ich denn? So. Schneller jedenfalls als die anderen Trucks. So, erledigt. So, jetzt schauen. 20 Uhr. Dreiundzwanzig Uhr bis 0 Uhr. Und 05 bis 06 Uhr. Okay, also. Fliegen wir dahin? Nee, keine Lust. Ach, da wieder Schatzsuche dazwischen. Dreiundzwanzig Uhr muss ich da sein, dann hätte ich wieder einen Ghost mehr. Ghost Hunting.
Könnte es sein, dass ich am falschen Ort bin? Ja, ich bin am falschen Ort. Ich muss nochmals eine Inselgruppe weiter. Ich muss hier hin. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ist er ja. So, jetzt fehlen noch zwei. Also respektive noch einer, der zehnte wird dann erst freigegeben, wenn ich jetzt diesen habe. Da war ich vorher schon und habe ihn nicht gesehen. So, ich schaue nochmals auf die Karte, wo ich bin. Genau, es sieht gut aus. Zwischen 5 und 6. So, entweder hier oder oben, aber es sieht wirklich genau auf den Gleisen aus. Hier passiert nichts.
Also im Tunnel drin oder hier oben? Zwischen 5 und 6. So, dann weiß ich nicht, ob ich nahe genug bin, dass ich es da wirklich sehe. Einzahlen, falls ich da wieder verreck, dass ich nicht Geld verliere. Hier ist ja so hell, von daher verstehe ich es nicht. Vielleicht wirklich oben.
Da ist er ja, auf dem Tunnel oben, okay. Auf dem Tunnel oben. So, der nächste ist der letzte. Der muss sich wahrscheinlich dann nächste Nacht abdecken. Hier an dieser Kreuzung wird das sein. Ja, genau, das ist 0 Uhr und 01 Uhr.